Gibt es jetzt höhere Abschläge in der gesetzlichen Rente? Minister Lindner fordert höhere Abschläge für den früheren Rentenbeginn. Es ist kein Geld mehr da im Bundeshaushalt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die Steuerschätzung liegt auf dem Tisch. Im Bundeshaushalt fehlen Milliarden an Euros. Es muss gespart werden. Lindner sitzt wie das Huhn auf dem Ei und will kein Geld mehr locker machen. Er sagt, mit ihm gibt es keine Aufweichung der Schuldenbremse. Deutschland spart sich kaputt. Und jetzt hat Lindner 5 famose Vorschläge gemacht, wo man noch richtig Kohle sparen kann. Und unter anderem bei den gesetzlichen Rentnern. Er schlägt vor, dass die gesetzlichen Rentner, wenn sie vorzeitig in Rente gehen, höhere Abschläge in Kauf nehmen sollen. Die sollen einfach noch weniger Rente bekommen, als sie schon mit den hohen Abschlägen bekommen würden. Und das soll sozusagen 2 Wirkungen haben. Zum einen soll es die Wirkung haben, dass die Menschen angehalten werden, länger zu arbeiten, also quasi so eine Art Druckmittel in der Hand zu haben. Und zum anderen soll damit erreicht werden, dass die Renten mit höherem Abschlag dann auch gegenfinanziert werden, weil die haben ja dann eine längere Laufzeit. Ja, meine Damen und Herren, das ist das, was Herr Lindner vorschlägt. Wir wissen ja alle, wer Herr Lindner ist. Herr Lindner ist von der FDP und die haben ja mit sozialen Dingen relativ wenig am Hut. Wenn es aber darum geht, eine Vermögenssteuer einzuführen, da tritt Herr Lindner auch sofort auf die Bremse und sagt, das gibt's mit ihm nicht. Die Leistungsträger in dieser Gesellschaft dürfen nicht noch zusätzlich besteuert werden. Also diejenigen, die mit teuren Flugzeugen, mit riesen Autos unsere Umwelt verpesten, mit teuren Flugzeugen in die Schweiz fliegen und teuren Milieus Sekt trinken, die dürfen sozusagen nicht belastet werden, aber der kleine Mann und die kleine Frau, Rentnerinnen und Rentner, sollen dafür bluten. Nein, meine Damen und Herren, so geht's nicht, Herr Lindner. Rote Karte vom Rentenberater Peter Knöppel. Was wir brauchen, sind deutlich höhere Renten, damit endlich Kaufkraft in dem Land ist, damit endlich die Leute auch wieder ein bisschen einkaufen, damit dann auch Geld in der Staatssäckle kommt. Und Herr Lindner, eins dürfen Sie auch nicht vergessen, Sie müssen einfach von Ihrer Schuldenbremse runter, denn die Schuldenbremse zerstört unser Land. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.